Servus und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Leaf Things Behind. Ich bin's wieder, der Tobi, und ich befinde mich hier gerade in der Nähe vom Tegernsee im Mangfallgebirge. Wer erkennt dieses prominente Gipfelkreuz hier hinter mir? Ja, ihr habt richtig geraten, ich stehe hier gerade am Leonhardstein. Wunderschöne Tour, wunderschönes Panorama. Wir haben es jetzt kurz vor 17 Uhr und die Sonne geht gerade unter. Ich genieße gerade noch die letzten Sonnenstrahlen. Ja, wenn ihr interessiert seid, wie diese Tour so ist und ob die Tour auch was für euch wäre, dann bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch das Video zu Ende an. Und ja, viel Spaß! Meine Reise startet für mich in dem idyllischen Bergdorf Wildbad Kreuth in der Nähe des Tegernsee. Der Leonhardstein ist für mich ein besonderer Berg. Ich sah ihn das erste Mal auf dem Nachhauseweg, als ich gerade in der Nähe des Schildensteins beim Joggen war. Damals litt ich noch unter Höhenangst und machte im Jahr vielleicht 4 bis 5 leichtere Wanderungen. Als ich diesen markanten Felsen erblickte, war mein Interesse geweckt. Schnell hatte ich im Internet den Namen entdeckt und fand heraus, dass er sogar relativ leicht zu besteigen sei. Ich beschloss also, es zu versuchen. Im Notfall hätte ich einfach umdrehen können. So, ich habe hier, habt ihr so ungefähr die Hälfte geschafft. Und hier geht's jetzt weiter hoch über dieses Gatterl zum Leonhardstein. Ja. Wirklich wunderschöne Herbstfarben hier. So, liebe Leute, wenn ihr an dieser wunderschönen Lichtung angekommen seid, dann ist es nicht mehr wirklich weit zum Einstieg vom Leonhardstein. Es sind jetzt noch vielleicht 5 Minuten Gehzeit und dann geht es jetzt hier langsam diesen Hang hier nach oben, da oben auf dem Gipfel. So, hier Leonhardstein. 40 Minuten noch. Da geht's auf hier. Und ab hier startet jetzt so eine wirklich ganz, ganz leichte Kraxelei. Spaßig, nicht gefährlich, nicht ausgesetzt. Kann man wunderbar hochlaufen. Mit ein bisschen Zähne zusammenbeißen stand ich schließlich auf seinem Gipfel. An diesem Tag habe ich beschlossen, meine Angst zu überwinden und in den Bergen nach weiteren Abenteuern zu suchen. Eine Leidenschaft fürs Bergsteigen war geboren. So, hier hat man wunderschöne Aussicht auf den Schildenstein. Da geht's morgen rauf. Jetzt, wo ich 2 Jahre später wieder hier bin, wird mir klar, wie viel Fortschritte ich eigentlich gemacht habe. Wie gut ich mittlerweile mit der Angst umgehen kann. Ich sehe sie mittlerweile als eine Art beschützenden Instinkt, der mich davor bewahrt, allzu große Wagnisse einzugehen. Sie wird mir hoffentlich helfen, noch viele weitere Gipfel zu erklimmen.
Vielleicht kann ich durch meine Videos den einen oder anderen auch dazu bewegen, raus in die Berge zu gehen. Das würde mich sehr freuen. So, das ist jetzt mit einer der Schlüsselstellen. Also Schlüsselstellen in Anführungsstrichen. Das ist nicht wirklich dramatisch. Das ist halt eine Rinne, wo man ein bisschen kraxeln muss. So, hier haben wir nochmal so eine Art Schlüsselstelle. Das ist halt ein bisschen plattig, abgespeckt und gestuft und ein bisschen steil. Wie ihr sehen könnt, schöne, gute Griffe. Hier kommt man auch ohne weiteres hoch. So, schon geschafft. Und da oben ist es schon das Gipfelkreuz. Gleis geschafft. So, da könnt ihr jetzt einmal links, einmal rechts rum. Ich gehe jetzt hier die Rinne. So, Leute. Über diesen Riss hier geht es jetzt hoch zum Gipfelkreuz. So, es ist geschafft. Wieder mal am Gipfel vom Leonhardstein. Wunderschöner Berg, wunderschöne Kraxelei hier hoch. Wunderschönes Panorama aufs Voralpenland. Da unten seht ihr Wildbad Kreuth. Von da unten bin ich losgelaufen. Hier, Tegernsee. Oh. Da hinten sieht man ganz leicht die Hohen Tauern und den Großglockner. Hier das Mangfallgebirge. Und hier sehr, sehr präsent und dominant der Schildenstein, mein morgiges Tagesziel. Ja, bin ich mal gespannt, wie das läuft.
So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen genießen. Und dann werde ich mich wieder auf den Weg nach unten machen. Ja, nachdem der Aufstieg bzw. Abstieg ja identisch sind, werde ich das jetzt auch nicht mehr filmen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Zeit verbringen. Das Ganze ein bisschen genießen. Liebe Leute, das war's mit dem Video zum Leonhardstein. Eine wirklich spannende Tour für die ganze Familie. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Gefällt mir da lasst und den Kanal natürlich auch abonniert, dass ihr weiterhin auf dem Laufenden bleibt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht es gut.